Hallo, hier gibt es ein Video zu den quadratischen Funktionen. Und zwar wollen wir von der Scheitelpunktsform zur allgemeinen Form kommen. Das braucht man sehr oft, weil man mit der allgemeinen Form mit dem Taschenrechner super genial rechnen kann. Und die Scheitelpunktsform, die ist natürlich super genial zum Einzeichnen. Also ist der Weg, den ihr sehr, sehr oft braucht. Also, was sagt uns die Scheitelpunktform? Schauen wir uns die nochmal an. Das heißt, wir haben hier vorne eine 2. Das gibt die Streckung oder Stauchung an oder Spiegelung. In diesem Fall ja eine Streckung. Und dann sehen wir hier die Scheitelpunktform. Das ist also unser a. Und jetzt ist es hier minus. Und dann kann man hier den Scheitelpunkt direkt ablesen. Also das Minus, das bleibt. Und dann ist also hier jetzt der x-Wert vom Scheitelpunkt und hier ist unser y-Wert vom Scheitelpunkt. Warum ist nicht hier minus 2 der x-Wert? Weil hier entsprechend das Minus und das Minus in der Scheitelpunktform bleibt und dann ist nur die Zahl, die daneben steht, dann entsprechend der Scheitelpunkt. Würde hier x plus 2 stehen, dann wäre das ja das gleiche wie x minus minus 2. Und erst dann wäre der x-Wert also minus 2. Hier steht ein Plus, also steht hier praktisch plus minus 2 und deswegen ist minus 2 hier der y-Wert vom Scheitelpunkt. Und das können wir natürlich jetzt ganz schnell genial einzeichnen. Das heißt, die Scheitelpunktform, hier ist der Scheitelpunkt. Wir wissen, dass es um 2 gestreckt ist, also gehen wir einen nach rechts, normalerweise ja einen nach oben für die Normalparabel. Jetzt gehen wir also doppelt so viel nach oben und können das dann ganz schnell einzeichnen. Und dann gehen wir, jetzt gehen wir 2 nach rechts und 8 nach oben und 2 nach links und auch 8 nach oben. Und damit können wir unsere Parabel ganz schnell zeichnen. Aber wir können eben nicht so gut mit dem Taschenrechner damit rechnen, also brauchen wir die allgemeine Form. Und das ist gar nicht so schwer. Das heißt, wir schreiben sie uns nochmal hier hin und gucken, was man jetzt machen darf. Das heißt also, erster Schritt, wir müssen hier die binomische Formel auflösen. Und alles andere bleibt stehen. Da wir hier noch den Faktor 2 davor haben, müssen wir aufpassen, dass wir die binomische Formel trotzdem noch in Klammern schreiben. X² minus 4x plus 4. Die müsst ihr natürlich leider auch immer können. Und dann minus 2 bleibt hinten stehen. Jetzt müssen wir ausmultiplizieren. Das heißt, das Distributivgesetz anwenden. Ausmultiplizieren. Und die 2 jetzt mit jedem in der Klammer ausmultiplizieren. Denn ihr seht ja, in der Klammer, in der allgemeinen Form steht ja keine Klammer mehr. Also muss die Klammer auf jeden Fall weg. Wenn wir das jetzt hier ausmultiplizieren, dann steht hier also 2x² minus 8x plus 8. Und die minus 2, die haben wir hier entsprechend auch noch. Und dann sieht man, dass man hier 8 und minus 2 noch zusammenfassen kann. Also Termumformung oder zusammenfassen. Und das ist dann auch schon der letzte Schritt. Und dann sind wir fertig. 2x² minus 8x plus 8 minus 2 sind dann plus 6. Und das war's schon. Und ihr habt ganz einfach von der Scheitelpunktform das entsprechend in die allgemeine Form umgewandelt. Was ist jetzt toll an der allgemeinen Form? Man kann damit gut rechnen. Man kann damit die Wertetabelle auch schön einfach aufstellen. Geht natürlich auch mit der Scheitelpunktform. Und nochmal zur Wiederholung, man kann jetzt hier das c,
Das heißt, diese 6 sehen wir, wir sind auf der y-Achse auf jeden Fall bei 6. Und wir sehen, wir haben eine Steigung in diesem Punkt, die ganz steil ist. Und das seht ihr, die Steigung ist minus 8, also ganz, ganz steil. Und wir wissen, der Graph ist auf jeden Fall gestreckt. Das war's, euch viel Spaß!